So, ihr Lieben, herzlich willkommen auf unserem Kanal zurück mit den neuesten PES 2019 News und zwar Folge 4. Und zwar heute am 23.05.2018 hat Konami doch mal ganz klammheimlich die 7 bisher lizenzierten Ligen veröffentlicht. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten und wir schauen uns das gleich mal direkt an. Und zwar ist das die dänische Superliga, die dortige erste Liga, ganz klar. Dann die Primeira Liga aus Portugal, auch dort die erste Liga, die Pro League aus Belgien, ebenfalls die erste Liga des Landes. Die Schweizer Super League ist dabei, dann die Ladbrokes Premiership aus Schottland, die ich persönlich ganz interessant finde. Dass auch Celtic Glasgow und die Glasgow Rangers beispielsweise mal voll lizenziert mit im Spiel sind. Ganz coole Sache. Dann die argentinische Primera División, also die erste argentinische Liga und die russische Premier League oder Premier Liga. Und die ist sogar in PES 2019 exklusiv enthalten, sprich auch nicht bei FIFA dabei. Das waren schon eigentlich die kleinen, aber feinen News nach den letzten Hiobsbotschaften um den Verlust der Champions League und Europa League Rechte. Jetzt hier ein kleiner Pfeil, der wieder in die richtige Richtung zeigt, wobei man auch hier immer wieder sagen muss, es gibt ja gute Patch-Teams, große weltweit, die seit Jahren schon für die PES-Versionen entsprechende Patches bauen mit Bundesliga, Premier League und so weiter und so fort. Insofern fällt das für die Leute, die sich in dem Metier, so wie ich, denke ich mal, ganz gut auskennen, gar nicht so ins Gewicht. Aber natürlich wollen wir die offiziellen PES-News euch nicht vorenthalten. Das soll's schon gewesen sein. Kurz und knapp und hoffentlich auch knackig von uns präsentiert. Danke, dass ihr kurz mal reingeschaltet habt und wir halten euch, wenn es Neuigkeiten gibt, natürlich mit unseren PES 2019 News weiterhin auf dem Laufenden. Ciao und Servus und danke fürs Reinseppen.